Ja, hey Leute, und ich melde mich auch mal wieder und diesmal mit was ganz Neuem und zwar mit meinem ersten FIFA 12 Manager, von dem ich jetzt wöchentlich Videos hochladen werde. Und ihr seht es schon, es geht mit dem Double-Sieger 2012 los, beziehungsweise es ist schon längst losgegangen, denn ich bin bereits in der Saison 2012-2013 angelangt. Das heißt, ich habe die erste Saison schon gespielt. Das war, bevor ich auf die Idee mit den Let's Plays gekommen bin. Und deswegen werde ich euch erstmal ein bisschen was zu meiner Karriere erzählen. Ich habe mich Jürgen Klopp genannt, als Dortmund-Trainer und Manager in der Funktion hier, die man im Manager-Modus hat. Bin in der vergangenen Saison deutscher Meister geworden und das auch verdient mit 83 Punkten, habe den Bundesliga-Rekord, den Dortmund jetzt aufgestellt hat, mit 81 Punkten nochmal geknackt. Und zweiter ist Leverkusen geworden, überraschend vor den Bayern. Außerdem kann ich mich auch Doublesieger nennen, denn ich habe den DFB-Pokal gewonnen und zwar nach einem 3:1 im Elfmeterschießen, nachdem ich erst nur über ein 1:1 bis in die Verlängerung gegen die Hertha im Pokalfinale gekommen bin. Also für die Hertha war es eigentlich ein Heimspiel dort. Wer hätte gedacht, dass sie sich da oben so hochspielen und dann im Finale stehen. Außerdem war Lewandowski Torschützenkönig bei mir mit 28 Toren. Der hat seinen Stammplatz richtig sicher hier. Und zudem hat mir der Vorstand ein Feedback gegeben und ich habe alle Erwartungen des Vorstands erfüllt und hatte nach der Saison Trainerangebote von Olympique Lyon, Juventus Turin, Chelsea und Arsenal, habe mich aber natürlich für Borussia Dortmund entschieden. Das ist ja auch ganz klar, dass ich da bleibe, nachdem ich mir so viel aufgebaut habe und jetzt auch endlich international spiele, und zwar in der Champions League. Und das Vertragsangebot von Dortmund war auch nicht schlecht. 6.000 Euro pro Woche an Gehalt, also wäre schön, wenn das mal in der Wirklichkeit so wäre. Und ja, so bin ich in die neue Saison gegangen. Ich habe jetzt schon ein bisschen gemacht, und zwar die Vorstandsziele der Saison. Dieser Saison sind einmal das DFB-Pokal-Halbfinale erreichen. Das wird sicherlich nicht einfach, aber es ist machbar. Man hat ja gesehen, Dortmund hat letzte Saison gut mitgespielt und dann auch den DFB-Pokal gewonnen. Dann, was ich schon etwas schwieriger finde, ist das Champions League-Viertelfinale erreichen. Das finde ich ein bisschen zu hoch angesetzt, dieses Ziel. Denn wenn man mal so die Vergangenheit anschaut, aber mal sehen, was daraus wird. Ich wäre persönlich froh, wenn man die Gruppenphase überstehen würde oder Dritter würde, um dann in der Euroleague weiterzuspielen. Aber naja, da muss man gucken und dann in der Bundesliga selbst einen Champions League Platz oder die Champions League Qualifikation sichern. Das ist auch ein Ziel, was ich mir selbst so vorgenommen habe. Ich muss die Meisterschaft jetzt nicht zum dritten Mal verteidigen, es wäre natürlich richtig gut, aber da wird man sehen müssen. Und jetzt gucke ich mal bei Transfers und ihr seht, mein Transferbudget liegt bei knapp 60 Millionen natürlich und das Gehaltsbudget pro Woche bei knapp 280.000. Also damit lässt sich viel machen. Und ja, ihr denkt jetzt natürlich, da müssen jetzt auch Transfers getätigt werden, aber ich habe schon zwei Transfers getätigt. Und zwar habe ich Marco Reus geholt von Gladbach, was ja auch schon lange feststeht, allerdings nicht für die 17,1 bzw. 17,5 Millionen, sondern für 2 Millionen mehr, 19,5 Millionen, aber da kann man nicht meckern. Er hat, wie gesagt, 82 Konto von Gladbach und hat einen 5-Jahres-Vertrag hier bei mir in Dortmund unterschrieben. Bittencourt, das Talent von Cottbus, habe ich für 3 Millionen Euro bekommen. Einen 4-Jahres-Vertrag hat er hier unterschrieben, wobei ich sagen muss, er hat einen Marktwert gehabt hier von 1,4 Millionen, aber weil er sich so gut entwickelt bei FIFA angeblich, habe ich dann mal 3 Millionen geboten. Ist ja auch relativ realistisch, was Dortmund auch in Wirklichkeit geboten hat. Ich habe in dieser Saison schon spielen sehen, und zwar in Paderborn gegen den FC Energie Cottbus. Da wurde er aber ohne Verletzung oder weiteres nach 32 Minuten waren es, glaube ich, oder kurz vor der Halbzeit, ich weiß nicht, ausgewechselt. Also da hat er mir nicht gut gefallen, also da muss man mal abwarten, was draus wird, aber ich glaube, Klopp kriegt aus dem, der kitzelt da jedes Potenzial raus und dann wird das auch ein guter Transfer. Ja, und meine nächsten Planungen, nachdem zwei neue gekommen sind, sind erstmal die Abgänge. Und da gehe ich mal auf Transfers, auf Spieler verkaufen. Koch will ich erstmal verleihen diese Saison, damit er sich wieder rehabilitieren kann. Er geht ja auch in Wirklichkeit
zum MSV Duisburg. Amini, Subic, Stiepermann, Ginczek und Rangelov sind jetzt wiedergekehrt. Da muss man sehen, wie man da mit dem weiterplant. Da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Dann der normale Kader, Barkalotz noch hier. Den Vertrag mit Mario Franchic habe ich nicht weiterlaufen lassen, weil er ja auch zum SC Paderborn geht. Auch andere Spieler, deren Verträge eigentlich auslaufen, wurden nicht verlängert. Kringe zum Beispiel und Silva, das ist aber bekannt. Mit Ovo Mujela zum Beispiel habe ich aber verlängert, weil ich mir einfach sicher war, dass ich noch einen guten Backup auf der rechten Verteidigerposition brauche. Löwe werde ich versuchen zu verleihen diese Saison. Und ja, da schauen wir mal, Hornschuss immer noch eine Saison verlieren. Und ja, jetzt kommen, wie gesagt, die Abgänge, die mir auch Geld bringen. Ich bin froh, dass Barrios mit 27 Jahren 82 hat sich in meiner Saison nochmal um einen entwickelt, obwohl er kein Stammspieler war. Und der kommt auf die Transferliste. Ihr wisst es, er geht die Möglichkeit zum FC Hangzhou. Ich werde natürlich jetzt nicht jeden Transfer ganz genau realistisch nachbauen, sondern ich will ja auch meine eigene Karriere starten. Aber die Spieler ohne Abgänge, wo es schon feststeht, da kann man doch eigentlich schon mal viel von erwarten, dass man die dann auch gehen lässt. Ja, und dann haben wir noch Kagawa, der ja wahrscheinlich auch gehen wird. Ihn zieht es ja Richtung England. Hat einen Marktwert von 19,5 Millionen. Und weil ja bei FIFA es nicht so ist, dass wenn ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, dass der Marktwert dann geringer wird, werde ich ihn einfach mal auf die Transferliste setzen und hoffe, dass ich dafür noch viel bekomme. Ich meine, 100.000 Euro Gehalt pro Woche, da erspart man sich natürlich viel. Zusammen mit den knapp 70.000 von Barrios sicherlich keine schlechte Idee. Dann muss ich nochmal weiter gucken, wer noch so ist. Wir haben noch Rangelov, bei dem ich mir auch noch unsicher bin, was ich da mache. Er hat noch einen Vertrag hier. Ja. Blaschikowski, auch interessante Sache. Wenn ich jetzt Kagawa verkaufe, mein Konzept ist es, dass ich keinen Kagawa-Ersatz holen werde. Ich habe so viele Offensivspieler und ich plane dann eigentlich mit Kuba im rechten Mittelfeld, Götze dann in der Zentrale und Reus auf links außen, der dann auch immer mal nach innen ziehen kann und dann abschießen kann. Er hat ja einen guten Distanzschuss. Perisic dann als Backup und Großkreuz kann er auch sich nochmal durchkämpfen, wobei ich Großkreuz eher als Konkurrent von Schmelzer auf der linken Verteidigerposition sehe, der dann auch mal, wenn Piszczek ausfällt oder Ovo Mujena, dann auch mal hinten mithelfen kann, aber auch sicherlich für die Offensive eine Variante wäre. Ja, und sonst Terence Boyd natürlich ein super Talent. Da muss ich mich auch noch entscheiden, ob ich ihn verleihe oder ob ich ihn sogar in den Profikader, im Profikader lasse. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal in der Mannschaft die Verträge führen. Reus, wie gesagt, noch knapp 5 Jahre. Bender, Bittencourt, Perisic und Götze, der die Vertragsverlängerung angenommen hat bis 2016. 275.000 Gehalt pro Woche. Sicherlich eine Hausmarke, also das ist schon richtig, richtig viel. Aber man sieht ja auch die Schwelle von knapp 4 Jahren Restvertrag, 3 Jahren und dann nur noch 2 Jahren, wobei ich da noch nicht handeln werde. Und ja, ich gehe übrigens mit Langerak als zweiten Torwart in die Saison, habe aber keinen dritten Torwart, weil ich den Vertrag mit Vorher nicht verlängert habe und überlege mir da jetzt was. Aber ich habe da schon eine Idee, dazu komme ich gleich. Jetzt werde ich erstmal den Vertrag hier versuchen mit Blaschikowski zu verlängern. Da schlägt mir der Geschäftsführer einen 2-Jahres-Vertrag vor und den werde ich auch erstmal so einhalten. 40.000 Euro und eine Torprämie von 5% plus die 130.000 Euro Unterschriftsprämie. Ja, als Doublesieger muss man halt mal ein bisschen mehr ausgeben, aber dafür kriegt man auch so eine Qualität wie Kuba. Ich hoffe, er nimmt das Vertragsangebot an und ich habe es jetzt mal abgeschickt. Und dann hoffe ich mal einfach, dass alles gut wird. Jetzt gucke ich mal mit den Trikotnummern, ob da soweit alles in Ordnung ist bis jetzt. Sieht gut aus. Großkreuz 19, Lewandowski 9. Ja, und Reus werde ich jetzt einfach mal mit Rangelov tauschen. Also ich werde Rangelov jetzt erstmal kurzfristig die
45 geben, also nur kurzfristig. Und Marco Reus wird dann die 10 bekommen, die er vorher Mohamed Zidane getragen hat, der nach Mainz gegangen ist. Und dann kriegt Rangelhoff die 30 zurück. Und Perisic darf jetzt endlich die 44 tragen. Das wird ihn sicherlich freuen. Vielleicht versucht er jetzt noch mehr aufs Spielfeld zu bringen. Und Stiefhammer muss sich natürlich auch noch ändern. Die 17 kriegt er nicht. Die ist freigehalten für DD, falls er mal zurückkehren will. Nein, natürlich wird diese Nummer nicht mehr vergeben. Ich muss mal gucken, ob jemand die 36 hat. Anscheinend nicht. Amini die 12. Ja, lasse ich erst einmal vorläufig so. Ja, dann gehe ich mal bei den Transfers zu Spieler kaufen. Und ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber ich plane es eigentlich so. Man sieht es jetzt am Beispiel FC Bayern mit der zweiten Mannschaft. Sie haben sich Spieler wie Altin Lala und Schweinsteiger 2 von Regensburg geholt, um halt auch die jungen Talente auszubilden. Und ich mache das jetzt mal so ähnlich und ich suche mal einfach nach einem guten dritten Torwart mit Dortmunder Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Das wäre natürlich klasse. Ich hatte ihn mal gesehen, um halt die jungen Torhüter auszubilden. Und da ist er doch, Dennis Gentner. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn von VVV Venlo oder Venlo, wie auch immer. 150.000 Marktwert, 36 Jahre alt, 58. Der könnte dann auch mal einspringen, wenn es nochmal schwierig wird. Leider ist er nicht ablösefrei. Schade drum, aber naja, 200.000. Hoffe mal, dass er das Angebot annimmt. Und als dritten Torwart werde ich einen aus meiner Nachwuchsabteilung, aus meinem Scouting-Netzwerk suchen. Ich habe bereits den Scout Dario Sonnleiter aus Österreich, ein 10-Sterne-Scout bei FIFA, 3 Monate nach Deutschland geschickt, um dort nach deutschen Torhüter-Talenten zu suchen, die dann halt von der Erfahrung von Dennis Gentner profitieren können, wovon natürlich auch Mitchell Langerak profitiert. Ja, und in meiner Jugendmannschaft aktuell 2 Spieler. Einmal Julian Schrieber, 15 Jahre alt, auf der linken Mittelfeldposition spielt er, ist aber Rechtsfuß, das heißt, er zieht öfters mal nach innen und seine Stärken sind halt das Dribbling, die Ballkontrolle und das Effet. Und dann noch Karim Koch, auch ein witziger Name, hat Spielerpotenzial 80 bis 90, Stärken, Antizipation, Ballungs- und Stellungsspiel, ist auch mehr so der Typ Spielmacher, wie man unten sieht, und spielt im linken Mittelfeld. Und wie gesagt, beide noch 15 und daher kann ich sie noch nicht mit in den Kader nehmen. Ja, und Barrios ist jetzt gegangen und deswegen suche ich jetzt eigentlich noch nach einem Nachfolger für Barrios. Der muss ja auf jeden Fall noch kommen, weil ich will nicht mit Rangelhoff als zweiten Stürmer hinter Lewandowski spielen, vor allem wenn sich Lewandowski dann verletzt in der Dreierbelastung Champions League, Bundesliga und dann noch im Pokal. Deswegen gehe ich hier mal auf Transfers. Auf meiner Liste jetzt bis jetzt nur die engere Stürmerauswahl. 3 Stürmer sind es, bei denen ich eine Verpflichtung erwäge. Ich hatte schon vorher mir eine Liste gemacht. Hier seht ihr sie nochmal. Aber ich habe mir angeguckt, die mit Berbatov, an den Dortmund angeblich auch interessiert ist, mit seinen 31 Jahren, mit einem Marktwert von 10 Millionen. Das ist schon ordentlich. Außerdem ist er zu Bremen gewechselt, deswegen kommt er für mich nicht mehr in Frage. Genauso wie Niklas Bendtner, eigentlich ein guter Spieler, ist jetzt zu Arsenal zurückgekehrt von seinem Leihgeschäft. Aber daraus wird, denke ich mal, auch nichts. Und ja, er gefällt mir auch nicht so, der Spielertyp. Ganz anders da, aber Çamak von Arsenal, der da unten hin keine gute Perspektive hat, für 4,9 Millionen und 28 Jahre alt, wäre das meiner Meinung nach gar nicht schlecht. Peter Crouch allerdings ist für mich auch schon zu alt und bringt nicht mehr so seine Leistungen.
deswegen fällt er auch weg. Wen ich aber ganz interessant finde, ist Kakao von Stuttgart. 3,6 Millionen, damit wäre er günstig zu haben. Er ist erfahren, das sucht Dortmund. Dortmund sucht einen Spieler, der seine Chancen nutzt. Er ist noch Nationalspieler und er ist kopfballstark und vor allem auch im Abschluss richtig gut. 31 Jahre alt, hat 77 und das wäre auf jeden Fall ein Spieler, der mir gefallen würde als Nachfolger. Deswegen kommt er erstmal in die engere Auswahl. Antonio Floro Flores ist jetzt zu Catania oder Calania, wie die heißen, gewechselt, deswegen fällt er raus. Und mit Helmes will Magath ja jetzt doch weiter planen, deswegen auch er kein Thema mehr für mich. Auch Joe, wenn er auch nur 25 Jahre alt ist, fällt da raus, weil er sich nicht mehr durchsetzen konnte und wieder zurück in sein Heimatland gekehrt ist. Deswegen werde ich auch ihn streichen und Josie Altidore hat er jetzt erst seinen Vertrag bis 2015 unterschrieben bei AZ Alkmaar. Und ja, deswegen wird auch er nicht kommen. Und wie gesagt, dann noch Dennis Gentner als Torwart, dem ich jetzt ein Angebot gemacht habe. Also Kakao und Chamak auf meiner Liste. Und Dortmund ist ja, das habe ich heute mitbekommen, an einem jungen Stürmertalent aus Italien interessiert. Und den suche ich jetzt zum Beispiel bei Atalanta, ist glaube ich 20 Jahre alt. Atalanta meine ich natürlich. Ist 20 Jahre alt und hat irgendwas um die 70 oder so. Ich gucke mal eben, wo er ist. Genau, das hier ist er. Manolo Gabbiadini. Man sieht auch, er ist 20, hat 71 und einen Marktwert von 4,1 Millionen. Also das ist schon ordentlich. Ich gucke ihn mir an. Also Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Also er ist ein sehr dynamischer Stürmer auf jeden Fall schon mal. Mit einer guten Sprungkraft. Und auch der Abschluss in Ordnung, Kopfballpräzision auch gut. Und er ist natürlich auch 1,86 groß. Das heißt, er ist groß, hat einen guten Abschluss, ist aber auch schnell und hat einen guten Kopfball. Also eigentlich passt er gut ins Anforderungsprofil. Das Problem ist nur, ob er auch wirklich erfahren genug ist, in der Champions League zu spielen, wenn Lewandowski sich verletzt. Und da tendiere ich eher zu einem erfahreneren wie Chamak oder Kakao. Und ich zeige das mal auf der Transferliste. Wen ich da als Stürmer favorisiere. Ich muss natürlich hier wieder auf beliebig gehen. Und dann auf die Liste. Ja, also Chamak von Arsenal mit 77, 28 Jahre alt und knapp 5 Millionen würde er mich mindestens kosten. Dann Kakao hat ebenfalls 77, ist 3 Jahre älter von Stuttgart, der würde mich nur so um die 4 Millionen kosten. Und dann halt das Jungtalent Manolo Gabbiadini mit dem Marktwert von 4,1 Millionen. 20 Jahre jung und 71. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wen ihr favorisiert, ob ihr noch andere Vorschläge habt. Aber ich glaube, ich werde mich zwischen diesen drei Stürmern entscheiden. Also schreibt mir bitte eure Meinungen zu den Spielern, mit wem ich diese kommende Saison mit euch hier spielen soll. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal. Das war mein erster Teil. Und wir warten dann mal ab, was aus den Verhandlungen wird. Und das kommt alles im nächsten Teil. Danke erstmal fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann sehen wir uns halt, wie gesagt, im nächsten Teil. Ciao.